Sendung ohne Barrieren. Herzlich willkommen zur Sendung ohne Barrieren. Mein Name ist Thomas Grin. Ich werde die heutige Sendung moderieren. Ich werde Herrn Broschek befragen, der was bei dem Aktionstag dabei war, beim Merkur. Und dann werde ich die Frau Reinmeier fragen, die was angefangen hat, bei Gustl kocht zu arbeiten. Herzlich willkommen, Herr Broschek. Danke, dass Sie heute zum Interview gekommen sind. Bitte erzählen Sie mir kurz, was Sie beim Aktionstag bei Merkur am 20. September gemacht haben und was für Aufgaben Sie zuerst haben. Zuerst sind wir angekommen im Stadionzentrum bei Merkur und dann haben wir ein Gruppenfoto gemacht mit den Klienten, mit den Bereichsleitern. Danach sind wir durch den Merkur gegangen und haben uns die einzelnen Stationen angeschaut, die bei diesem Aktionstag wichtig sind. Und danach sind wir dann zu den Stationen gegangen. Ich habe als erstes mich für Backshop angemeldet und dann haben sie dort keinen Platz gehabt und dann bin ich in die Feinkost gegangen. Danach haben wir die Sachen erklärt bekommen, was man machen muss. In der Feinkost habe ich dann Käse verpackt und Wurst abgewogen und eingeschlichtet in die Vitrinen dort. Und hat es Ihnen Spaß gemacht? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was hat Ihnen am besten gefallen? Was hat mir am besten gefallen? Diese Filialleiterin und der Herr Filialleiter waren sehr nett und sie haben gesagt, man kann jederzeit wieder kommen. Das hat mir sehr gut gefallen, wenn man einmal ein Praktikum machen will. Und was haben Sie am Nachmittag dann? Am Nachmittag war ich im Backshop und da haben wir Brote aufgebacken und Salzstangen und so Laugenstangen und Croissants mit Schokolade. Also süße und salzige Sachen. Dann habe ich noch zuschauen können im Backshop, wie man eine Torte macht. Die Creme zumindest, das habe ich gesehen. Haben Sie Posten auch können? Nein. Unten in der Lage war Biskuitmasse und oben war die Creme. Und die Torte hat geheißen Mozart-Torte. Es waren 30 Personen auf dem Aktionstag ungefähr. Und dann haben wir noch von obersten Chef ein Lob bekommen. Und nachher hat es wieder eine kleine Überraschung gegeben. Haben Sie schon vor dem Aktionstag in einer richtigen Firma Erfahrungen gehabt oder ist das erste Mal? Nein, das erste Mal. Warum ist es Ihrer Meinung wichtig, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung, warum ist es für Sie wichtig, für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung eine Arbeit zu finden? Es ist wichtig, dass man integriert wird in den ersten Arbeitsmarkt, weil dass die Klienten und Klientinnen oder Teilnehmer von Jugend am Werk eine Chance bekommen. Ein echter Lohn ist halt was Schönes, wenn man kriegt, weil dann weiß man, wenn man jetzt 40 Stunden pro Woche arbeitet, dass man das verdient hat. Was ist notwendig, dass ganz viele Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung in einer Arbeit am ersten Arbeitsplatz arbeiten können? Na, wichtig ist ein Abschlusszeugnis und Pünktlichkeit in der Arbeit, das bei mir nicht passiert, und Zuverlässigkeit ist wichtig, dass Menschen mit Behinderung eine Arbeit kriegen. Was ist Ihr größter persönlicher Wunsch für Ihre berufliche Zukunft? Mein größter persönlicher Wunsch ist, dass
dass alle im Arbeitsleben so Klienten, die halt Lernschwierigkeiten haben, integriert werden. Danke. Eigener Wunsch? Ich wünsche mir, dass ich einmal am freien Arbeitsmarkt arbeiten kann, mit Begleitung halt. Ja, wollen Sie jetzt da in einem als Büro Kuchen, arbeiten? Als Kuchenbäcker beim Merkur. Also Konditor? Ja. Sehr anspruchsvoll. Was heißt sehr anspruchsvoll? Das sehr anspruchsvoll heißt, dass es sehr künstlerische Arbeit ist, weil man ja auch dekorieren muss. Und auch sehr abwechslungsreich, weil die Dekorationen auch immer anders sind bei einer Torte. Grüße Gott, Frau Reinmeier. Danke, dass Sie zum Interview gekommen sind. Bitte erzählen Sie mir kurz, wo genau Sie arbeiten und was dort für Sie Aufgaben haben. Ich arbeite bei Gustl Koch seit einem Jahr. Ich tue Bestellungen aufnehmen und hinbringen und den Kollegen Bescheid geben, was. Und es gibt noch was, ich tue auch abräumen und es in den Geschirrspüler tun und Tische abwischen. Der Gustl Koch ist ein Café und Gasthaus im 3. Bezirk in der Erdbergstraße 21. Es gibt uns jetzt ein gutes Jahr. Wir kochen nicht nur Wiener Küche, wir kochen österreichische Küche und osteuropäische Spezialitäten. Menschen mit Behinderungen anzustellen, war von Anfang an Teil dieser Idee. Mir war das von Anfang an wichtig. Wir haben drei Arbeitsprinzipien im Gustl Koch und eines ist Platz für alle. Die Lena ist eine großartige Bereicherung. Einerseits hilft sie wirklich mit. Sie hat einen tollen Weg in diesen jetzt bald 14 Monaten hinter sich gebracht und unglaublich viel gelernt und tut das immer noch und hilft uns wirklich. Also haben Sie ziemlich viele Aufgaben, wo sie genau tätig sind. Und in der Küche durch Palatschinken machen und vielleicht, wenn es Aushilfe bei der Abwasch gibt, dann will ich auch abwaschen. Also sie sind in der Küche tätig und auch im Servicebereich. Genau. Wie genau sind Sie zu dem Arbeitsplatz gekommen und wie schwierig war es, einen Arbeitsplatz für Sie zu finden? Wer hat Sie zum Beispiel unterstützt? Mein Jobcoach von Jugend am Werk war da ziemlich dahinter und ich habe schon 6 Jahre auf einen Job gemacht. Vorher habe ich halt Praktikums in Kindergärten gemacht und habe auch die Ausbildung zur Kindergartenassistentin gemacht. Und da wollten Sie nicht mehr arbeiten? Schon, aber es ist ziemlich schwierig, nur ausgebildete Kindergärtnerinnen werden aufgenommen. Also. Das ist ziemlich schwierig bei mir. Und haben Sie nur diese eine Option aus Arbeit gehabt oder haben Sie andere? Nein, auch? Nur die. Nur, also keine anderen gefunden. Haben Sie früher schon einmal in einer Werkstätte gearbeitet? Ja, bei Assist. Da musste man AK-Broschüren versenden und in Schulen austragen. Warum haben es Ihrer Meinung Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung so schwer, eine Arbeit zu finden? Es gibt manche Arbeitgeber, die Angst haben davor, Leute mit Lernschwierigkeiten in ihren Arbeitnehmer-Dings, also in der Arbeit einzustellen. Arbeit einzustellen, genau. Sollte es Ihrer Meinung mehr solche Firmen geben, so wie die Firma Gustl Koch, wo Sie arbeiten, sollte es mehr solche Firmen geben? Ja, und es können ja auch Aufgaben geben, die verschiedene Menschen, die Schwächen haben, zu stärken werden. Was ist notwendig, damit Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung einen Arbeitsplatz in einer Firma bekommen könnten? Dass die Arbeitgeber sich das zutrauen, Menschen mit Lernschwierigkeiten aufzunehmen und dass die haben halt Menschen mit Lernschwierigkeiten haben besondere Fähigkeiten. Ich zum Beispiel kann mit anderen Leuten sehr gut sprechen und ja, mit umgehen.
Ihrer Meinung, also was ist notwendig, dass sie einen Job bekommen, irgendwelche Unterstützung, dass sie irgendwo herbekommen oder irgendwas? Dass die Eltern und die Freunde halt von ihnen sich mehr unterstützen und... Was sind Ihre Erfahrungen, außer dass Familie und Freunde helfen könnten? Was gibt es da sonst für Möglichkeiten? Man kann auch einen Jobcoach von irgendeiner Firma bekommen, also von Jugend am Werk. Und die helfen einem dann, einen Job zu finden am ersten Arbeitsmarkt. Was ist Ihr persönlicher Wunsch für die Zukunft? Aus meiner Wohngemeinschaft auszuziehen, mit meiner besten Freundin in eine eigene Wohnung und ein selbstständiges Leben führen. Und arbeitsmäßig, was ist da Ihr persönlicher großer Wunsch? Mehr zu lernen. Mehr zu lernen und mit Geld umgehen zu lernen. Da wird Ihnen Ihr Chef schon helfen. Genau. Ich bedanke mich bei Herrn Broschek und bei der Frau Reinmeier für das schöne Interview. Und bei euch bedanke ich mich fürs Interesse und fürs Zuschauen. Dankeschön. Sendung ohne Barrieren. Partner 2016. Behindertenarbeit.at. Jugend am Werk. ÖAR. Freak Online. Ein Projekt von Zitronenwasser. Sozial Art Movie.